Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute machen wir eine Übung, die progressive Muskelrelaxion oder progressive Muskelentspannung heisst. Es werden hier dabei verschiedene Muskelgruppen von Kopf bis Fuß angespannt und dann wieder gelöst. Und das entspannt unseren Körper schlussendlich mehr, als wenn wir uns einfach nur gedanklich vornehmen, dass wir uns entspannen wollen. Die Übung ist auch wunderbar entstressend. Sie holt uns so richtig aus dem Kopf, aus den Gedanken, aus dem Körper. Und sie ist auch nachgewiesenermassen schlaffördernd. Es kann schwierig sein, ruhig weiterzuatmen, wenn wir in einer Muskelspannung sind. Normalerweise tun wir bei angespannten Muskeln auch gerade unseren Atem anhalten. Aber wir probieren einfach aus. Wir üben uns darin, dass unser Atem dann trotzdem ganz ruhig und kontinuierlich weiterfließt. Besondere Hilfsmittel brauchst du keine. Und dann würde ich sagen, starten wir. Die Übung wird im Liegen gemacht. Du kannst dir ein ruhiges Plätzchen suchen, wo du ungestört bist und dich auf eine Matte, eine Decke oder, wenn dir das nicht zu unbequem ist, direkt auf den Boden legen. Die Augen kannst du offen oder geschlossen halten, was dir lieber ist. Wenn du diese Übung das erste Mal machst, kann es hilfreich sein, die Augen offen zu halten und ab und zu aufs Video zu güchseln. Am Ende dieser Einheit wird kein Gong ertönen, sodass du, wenn du das möchtest, auch einfach kannst liegen bleiben, vielleicht sogar ein kleines Powernap machen, wenn du Zeit dafür hast. Für die erste Übung kannst du die rechte Hand zu einer lockeren Faust ballen und dann den rechten Arm anwinkeln, sodass deine Hand näher zu der rechten Schulter kommt. Vielleicht kannst du die Schulter sogar berühren mit deiner Hand, vielleicht auch nicht, das kommt nicht so drauf an. Ich erkläre jetzt die Übung zuerst, bevor wir sie machen. Sobald ich es nachher sage, kannst du eine aktive Faust machen und die Faust so fest nach oben gegen die Schulter drücken, wie es dir möglich ist. Wir werden die Position für ein paar Sekunden halten und dabei versuchen, ruhig zu atmen und dann auf einen Schlag lösen, die Faust öffnen und den Arm wieder strecken. Wir starten ab jetzt. Ganz eine aktive Faust machen und die Faust nach oben Richtung Schulter pressen. Die Spannung im Arm, in der Hand spüren. Der Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Und dann auf einen Schlag wieder lösen, die Faust öffnen und gerade den Arm wieder lang ausstrecken. Dann die linke Hand zu einer lockeren Faust ballen und den Arm anwinkeln. Und dann ab jetzt eine aktive linke Faust machen. Die Faust Richtung Schulter drücken. Vielleicht gibt es eine Berührungsstelle, vielleicht auch nicht. Die Aktivität spüren, in der Hand, im Arm. Der Rest vom Körper darf ganz entspannt sein. Auch das Gesäß und Bein bleiben entspannt. Und dann die Faust wieder lösen, den Arm ausstrecken. Einen Moment lang noch spüren. Deine Arme wahrnehmen. Vielleicht ist da ein Fliessen spürbar oder ein Kribbeln. Vielleicht sind auch nicht die beiden Arme die gleichen Empfindungen. Vielleicht ist der linke Arm besser spürbar, weil wir ihn gerade vorher aktiviert haben. Oder es kann auch sein, dass sich beide Arme gleich anfühlen oder gerade keine Empfindungen wahrnehmbar sind. Genau so, wie du es erlebst, ist es richtig. Und dann beide Hände zu einer lockeren Faust ballen, beide Arme anwinkeln. Und ab jetzt aktive Füße machen und deine Füße Richtung Schulter pressen, so gut wie es für dich heute und jetzt gerade geht. Das Gesicht und der ganz restliche Körper bleiben entspannt. Der Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Und dann die Hände wieder lösen, die Arme lang ausstrecken und auch hier nochmal einen Moment lang nachspüren. In der nächsten Übung werden wir unseren Hinterkopf in die Unterlage, die Matte oder den Boden pressen. Wenn du aber im Moment Nackenschmerzen hast, empfehle ich dir, die Übung rauszulassen und dir einfach hier eine kleine Pause zu gönnen. Aber wenn du magst, kannst du, sobald ich es ansage, den Kopf auf den Boden oder deine Unterlage zu drücken, mit so viel Kraft, wie es dir angenehm ist. Ab jetzt den Hinterkopf in den Boden drücken. Das macht auch nichts, wenn sich durch das deine Schultern ganz leicht anheben.
Das Gesicht bleibt entspannt. Der Atem bleibt ruhig. Und wieder lösen. Und als Gegenbewegung den Kopf kurz anheben, vom Boden lösen. Und wieder auflegen. Die nächste Übung ist für unser Gesicht. Ich erkläre sie auch zuerst wieder, bevor wir sie dann machen. Es ist fast ein gemein, dass du mir dann hier dabei kannst zuschauen kannst, wie ich mein Gesicht verschnurpfle und ich dich nicht sehen kann. Wir werden nachher, sobald ich es ansage, unsere Stirne krügeln, unsere Augen fest zusammenpressen, unsere Nase rümpfen und das Maul zu einem Kussmund machen. Also unser ganzes Gesicht zusammenziehen und spitzig machen und auch dann wieder auf einen Schlag lösen. Dann kannst du ab jetzt deine Stirne runzeln, die Augen zusammenkneifen, deine Nase rümpfen und deine Lippenspitzen zu einem Kussmund. Und auf einen Schlag wieder lösen und nachher spüren. Dann kannst du deine Beine aufstellen, sie sind etwa hüftbreit auseinander, die Knie zeigen Richtung Decke. Dein Becken so kippen, dass die untere Rücken möglichst guten Bodenkontakt hat. Dann, sobald ich es ansage, die Schulter in die Matte drücken und auch den unteren Rücken und sogar den Bauch anspannen. Es kann schwierig sein, gerade alle drei Stellen zusammen aktiviert zu halten, aber wir probieren es einfach aus. Ab jetzt die Schultern richtig gut in die Matte schmiegen und auch den unteren Rücken in die Matte drücken. Dann den Bauch einziehen und anspannen. Überprüfen, ob du noch ruhig atmest. Wenn möglich, eine regelmäßige Atmung aufrechterhalten. Das ist nicht ganz einfach, vor allem, weil wir noch Bauchspannung haben. Und wieder lösen. Das Becken darf wieder in eine natürliche Haltung zurückkippen. Deine Schultern und Arme entspannen sich. Der Bauch wird wieder ganz weich. Es kann auch sein, dass es eine gewisse Spannung in den Oberschenkel gegeben hat. Auch dort wieder alle muskuläre Anspannung gehen. Bei der nächsten Übung arbeiten wir im rechten Bein. Die Ferse vom rechten Fuß bleibt gut am Boden verankert, aber unsere Zehen und Zehenballen heben wir ab. Der Fuß wird also geflext, sodass nur noch die rechte Ferse einen Auflagepunkt hat auf der Matte oder auf dem Boden. Und sobald ich es ansagen werde, werden wir unsere rechte Ferse gut in den Boden drücken. Gleichzeitig bleiben unser Gesäß und der Rücken auf dem Boden verankert. Ab jetzt deine Ferse möglichst gut in den Boden drücken. Immer noch auf eine ruhige, langsame Atmung achten. Entspannt die Finger, entspannt das Gesicht. Und wieder lösen. Wieder den ganzen rechten Fuß abstellen. Wenn du möchtest, kannst du auch eine intuitive Schüttelbewegung mit den Beinen machen, um die Muskeln zusätzlich zu lockern. Irgendeine Bewegung, die dir gut tut. Dann machen wir noch das Gleiche auf der linken Seite. Du kannst deine Zehen und Zehenballen anheben. Die linke Ferse bleibt gut verankert. Dann ab jetzt deine Ferse fest in die Matte drücken. Ruhig weiter atmen. Die Spannung im Bein spüren. Oberschenkel Vorderseite wahrnehmen. Vielleicht auch die Rückseite. Und die Muskeln beim Gesäß. Wahrscheinlich auch der Unterschenkel. Das Fußgelenk. Vielleicht sogar Fußrist und Zehen. Und wieder lösen. Den ganzen linken Fuß abstellen. Wenn du möchtest, kannst du nochmal irgendeine intuitive Bewegung machen. Vielleicht ein Zittern oder sonst eine Bewegung der Beine, die dir gerade gut tut. Dann die Bewegung ausklingen und wieder in eine statische Haltung finden. Jetzt kommt die grosse Schluss-Challenge, wo wir versuchen, alle Bereiche gleichzeitig anzuspannen und dann wieder zu lösen. Also Hände, Arme, Hinterkopf, Gesicht, Schultern, unteren Rücken, Bauch und Bein. Wir probieren einfach aus und bringen uns für das zuerst wieder in Position.
Du kannst deine Hände so lockere Füße machen, beide Arme anwinkeln und beide Füße flexen, also die Zehen und Zehenballen vom Boden lösen. Wir bauen die Spannung Schritt für Schritt auf. Wenn irgendeine Stelle sich gerade nicht anspannen lässt oder noch nicht alles gleichzeitig klappt, macht das gar nicht. Wir sind einfach in einem Modus vom Ausprobieren. Also innerlich so in einer ganz entspannten Haltung, während wir äußerlich versuchen, unseren Körper anzuspannen. Ab jetzt aktive Füße machen, die Arme Richtung Schultern pressen, den Hinterkopf in den Boden drücken, dein Gesicht ganz zusammenkrügeln, zusammenziehen, deine Schulter in die Matte drücken und wenn möglich auch den unteren Rücken, die Bauchdecke anspannen und dann zum Schluss noch deine Ferse in den Boden pressen. Der ganze Körper ist angespannt. Und ausprobieren. Kannst du noch ruhig atmen? Und dann auf einen Schlag alles lösen. Deine Beine lang ausstrecken. Die Füße fallen locker auseinander. Die Arme entspannt neben dem Körper. Die Hände liegen auf dem Handrücken auf. Die Finger sind ganz natürlich krumm. Wir schenken uns hier ein paar Momente. Dein Körper ist weich und entspannt. Mit jeder Ausatmung sinkt deine Bauchdecke noch entspannter zurück. Vielleicht spürst du noch etwas von dieser Übung im Körper. Vielleicht wohlige Wärme oder ein angenehmes Durchblutetsein. Progressive Muskelrelaxation ist eine sehr wertvolle Entspannungsübung, die du zum Beispiel auch vor dem Einschlafen anwenden kannst. Der ganze Muskeltonus verändert sich durch das. Der Körper wird weich und entspannt. Wenn du möchtest, kannst du noch in dieser liegenden Haltung verweilen oder dich über die Seite sanft wieder aufsetzen, dir im Sitzen ein paar Momente schenken und dann wieder aufstehen.